Liebe Brüder und Schwestern, es ist ein Geschenk, Priester zu sein. Es ist eine Freude, das Evangelium verkünden zu dürfen. Es ist eine Freude, die Sakramente spenden zu dürfen. Ich denke, dass meine Brüder im priesterlichen Dienst es bestätigen können, dass wir als Priester immer wieder beglückende und auch berührende Momente erleben dürfen. Aber es gibt auch Situationen, die manchmal eher schwierig sind und denen man lieber ausgewichen wäre. So ein Moment ist für mich soeben eingetreten. Wenn man in Gegenwart des Predigers des päpstlichen Hauses selber am Ambo steht, dann fühlt man sich, und das ist keine Rhetorik, wirklich wie ein kleiner Wurm. So oder ähnlich, und das ist mein Trost, muss sich wohl ab und zu auch das Volk Israel gefühlt haben. Sonst hätte der Prophet Jesaja nicht zu seinem Volk gesagt: Fürchte dich nicht, du armer Wurm Jakob, du Würmlein Israel, ich selber, der Herr, werde dir helfen. Liebe Schwestern und Brüder, vor gut 50 Jahren hat uns das Zweite Vatikanische Konzil daran erinnert, dass wir als Getaufte alle zur Heiligkeit berufen sind. Alle, ausnahmslos. Und Papst Franziskus hat in seinem Schreiben über die Heiligkeit Gaudete et Exultate eine wunderbare Definition der Heiligkeit gegeben. Er schreibt: Die Heiligkeit ist die Begegnung deiner Schwäche mit der Kraft der Gnade. Die Heiligkeit ist die Begegnung deiner Schwäche mit der Kraft der Gnade. Ein wunderbares Wort. Ich denke, so erscheint uns die Heiligkeit vielleicht plötzlich doch als ein gangbarer Weg. Und damit, mit dieser Definition, ist eigentlich nicht nur das Wesen der Heiligkeit zum Ausdruck gebracht, sondern das Wesen der Kirche überhaupt. Das Christsein ist nicht eine Perfektion oder auch nicht ein außergewöhnlicher Weg für Menschen mit außerordentlichen Begabungen. Und das gilt glücklicherweise auch für uns Priester. Nein, das Christsein ist die Begegnung der menschlichen Armut mit der Kraft des Heiligen Geistes. Nur durch meinen Geist, ich selber werde kommen und dir helfen. Die Apostel haben das auf sehr schmerzliche Art und Weise am eigenen Leib erlebt. Sie wurden ja von Jesus in die Nachfolge gerufen, haben 3 Jahre mit ihm zusammen gelebt, waren in seiner Schule, haben mit ihm gegessen, haben mit ihm gebetet, haben ihn geliebt, und im entscheidenden Augenblick haben sie doch alle total versagt. Haben ihn verraten, sind geflüchtet, Petrus hat ihn verleugnet, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, dreimal. Hat sich Petrus in dieser Nacht nicht auch als ein kleiner Wurm gefühlt? Die Begegnung mit dem Auferstandenen hat die Apostel bestimmt getröstet, hat ihre Herzen auch mit Freude erfüllt, aber der wahre Durchbruch hat nicht wirklich stattgefunden. Und Jesus, der seine Jünger liebt und seine Jünger kennt, und das haben wir gerade in der ersten Lesung gehört, der hat sie wieder ganz neu auf die Verheißung des Vaters aufmerksam gemacht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Diese Kraft, diese Dynamis, so heißt es im Griechischen, diese Dynamik, diese dynamische Kraft werdet ihr wieder ganz neu empfangen. Liebe Brüder und Schwestern, ist es nicht gerade das, was wir heute brauchen, was wir als Adoreis brauchen, was wir als Kirche brauchen? Diese Kraft von oben, die uns von innen her wieder neu belebt, dieses Feuer, das unsere Herzen neu entzündet. Statt auf diese Kraft zu vertrauen, ist es oft so, dass wir uns mit den anderen vergleichen. Vielleicht mit anderen Bewegungen, Gruppierungen, die vielleicht größer sind, die dynamischer sind. Vielleicht
vergleichen wir uns manchmal auch unter den Adorais. Zumindest war das in den Anfängen ein bisschen so. Zwischen Luzern und Zug waren ein bisschen wie die Zwillingsbrüder Jakob und Esau. Wer ist nun der Erstgeborene? Wer hat den Erstlingssegen verdient? Aber ich kann euch versichern, wir waren nie wie Kain, der seinen Bruder erschlug. Gott vergleicht nie. Gott vergleicht nie. Er liebt das Kleine und Schwache. Er fühlt sich gerade davon angezogen. Gerade darin kann er doch seine Allmacht und seine Größe offenbaren. Kleine Therese hat das wunderbar verstanden, wenn sie schreibt: O Jesus, wenn du eine schwächere, eine kleinere Seele fändest als die meine, so hättest du deine Wohltaten daran, sie mit noch größeren Gnaden zu überhäufen. Noch eine kleinere Seele, noch ein kleineres Adorei und Gott wird noch größere Gnaden schenken können, wenn wir voll und ganz auf ihn vertrauen, auf seine Kraft, nur durch seinen Geist. Das ist Christsein, die Begegnung der menschlichen Schwäche mit der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, nur durch seinen Geist. Die verängstigten Apostel wurden durch den Heiligen Geist tatsächlich völlig verwandelt und erneuert und haben dann mutig das Evangelium in der ganzen Welt verkündet. Entscheidend ist, dass wir wie sie uns um Maria versammeln und mit ihr gemeinsam im Gebet verharren. Zum Schluss noch ein ganz kleiner Nachtrag. Und zwar werden wir heute Abend beim Big Adorei, ich glaube, ich verrate nichts, neu um die Ausgießung des Heiligen Geistes beten. Über uns, über die Adoreis, über die Schweiz. Und das ist gut so und wir freuen uns darauf. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass jede Eucharistiefeier auch eine Ausgießung des Heiligen Geistes ist. Wir brauchen nicht bis heute Abend zu warten, in einem gewissen Sinn. Die Eucharistiefeier ist eine Ausgießung des Heiligen Geistes in einem zweifachen Sinn. Eine erste Ausgießung, eine erste Epiklese ist dann, wenn die Priester ihre Hände ausbreiten über die Gaben von Brot und Wein und der Heilige Geist auf diese Gaben herabkommt und sie wirklich in den Leib und Blut Jesu verwandeln. Deswegen ist auch schön diese Dekoration. Der Heilige Geist ist da voll mittendrin. Wir als Priester vermögen nichts ohne die Kraft des Geistes. Aber es gibt auch eine zweite Epiklese, also eine zweite Anrufung des Heiligen Geistes, die etwas diskreter ist, auch im Hochgebet, dass dann, wenn der Priester betet, erfülle uns mit dem Heiligen Geist, damit wir ein Leib werden und ein Geist in Christus. Also der Heilige Geist kommt auch auf uns herab, als Versammlung, als betende Gemeinde, und er macht uns zu einem Leib. Lassen wir es zu, dass die Kraft des Heiligen Geistes auch jetzt in dieser Feier, in dieser heiligen Liturgie auf uns herabkommt. Auch die Eucharistie ist ja letztlich Begegnung deiner Schwäche mit der Kraft der Gnade. Amen.